Amazon ist sehr, sehr kundenorientiert. Händlerorientiert ist Amazon überhaupt nicht. Man hat mir ganz klar gesagt, dass weitere E-Mails nicht mehr bearbeitet werden. Ich könnte so viel schreiben, wie ich will. Man wird auf diese E-Mails nicht mehr reagieren. Und da ist man machtlos. Also es lief eigentlich 5 Jahre richtig gut. Und dann kamen so die ersten Probleme durch Amazon. Und dann ging es eigentlich steil bergab. Es ist in der Tat eine Zeitbombe. Da kann man wirklich sagen, die Großen werden immer größer, die Kleinen, die werden nicht kleiner, die werden verschwinden. Das weltgrößte Internetwarenhaus. Wer als Händler hier anbietet, kann viel gewinnen, aber auch alles verlieren. Dieser Film blickt hinein in das System Amazon und zeigt, wie sich Händler bedroht fühlen. Anders als beispielsweise eBay bietet Amazon nicht nur ein Portal, auf dem ausschließlich andere verkaufen. Amazon betreibt den weltgrößten Online-Marktplatz und ist zugleich selbst Händler. Und deswegen Konkurrent für alle, die dort ihre Produkte einstellen. Das können Verkäufer tun, indem sie ihre Artikel entweder nur über den Marketplace anbieten oder sie sogar in Amazons riesigen Logistikzentren einlagern. Dieser Service nennt sich FBA. Gegen zusätzliche Gebühren werden ihre Waren, neben Amazons eigenem Sortiment, aufbewahrt, bei Bestellung verpackt und ausgeliefert. Laut öffentlich zugänglichen Quellen verkaufen allein auf Amazons deutscher Plattform rund 64.000 Händler. Hierfür kassiert Amazon durchschnittlich 15% Provision. Fast die Hälfte der rund 13 Milliarden Euro Umsatz hierzulande erwirtschaften so die Marktplatzhändler. Deren Kaufabwicklung erfolgt immer über Amazon. Auf diese Weise erhält der Konzern gratis wertvolle Daten zum Konsumverhalten von etwa 44 Millionen deutschen Kunden. Im bayerischen Günzburg treffen wir einen Weinhändler. Es ist Feiertag. Robert Hopper-Dietzel und sein Sohn arbeiten trotzdem. Seinen Arbeitsaufwand sieht Hopper-Dietzel von Amazon nicht wertgeschätzt. Im Gegenteil. Der Weinhändler berichtet von Stolpersteinen, wie er es nennt. Ich würde mal sagen, Amazon ist sehr, sehr kundenorientiert. Händlerorientiert ist Amazon überhaupt nicht. Also da gab es schon etliche Stolpersteine in dem gemeinsamen Weg mit Amazon. Das sieht der Kunde alles nicht. Was Robert Hopper-Dietzel damit meint, Amazon sei nicht händlerorientiert, wird er uns später genauer erklären. Es geht nach Coesfeld in Westfalen. Eine Spurensuche. Wir treffen Dietmar Hölscher vor den Resten seines Unternehmens. Mit seiner MCC Shop GmbH habe er übers Internet jahrelang Kochgeschirr und Zutaten für die sogenannte Molekularküche gehandelt. Sein kleiner Betrieb sei gut gelaufen und auf Amazons Marketplace stetig gewachsen. Über 1 Million haben wir umgesetzt. Also es war schon ganz gute Zeiten dabei. Wie lange lief es denn gut? Also es lief eigentlich 5 Jahre richtig gut. Und dann kamen so die ersten Probleme durch Amazon. Und dann ging es eigentlich steil bergab. Einige Überbleibsel aus der Konkursmasse hat Hölscher gerettet. Schmerzliche Erinnerungen an eine für ihn erfolgreiche Zeit. Ja, das sind so die Reste, die noch da sind. Okay. 80% seiner Umsätze habe Hölscher über den Marktplatz von Amazon erzielt, erzählt er uns. Doch sein Online-Shop wurde ohne Vorankündigung über Nacht gesperrt. Irgendwann war morgens in der Warenwirtschaft kein Auftrag mehr vorhanden. Und dann kam also die Frage, wieso kein Umsatz passiert, ist der Online-Shop kaputt, was ist passiert? Und nach ein paar Minuten kam dann so die Recherche von dem ersten Mitarbeiter, hier, Amazon-Konto ist gesperrt. Und dann die große Frage, wie, Amazon-Konto ist gesperrt? Hölscher erzählt uns, Amazon hätte damals eine Überprüfung gestartet, um rauszufinden, ob er rechtmäßig verkaufe. Ohne Begründung seien seine Gewinne eingefroren worden und sein Shop stillgelegt, obwohl er die verlangten Nachweise erbracht habe. Inklusive seiner Lieferantenrechnungen. Wir waren dann der Meinung, dass eine eidesstattliche Versicherung unseres Lieferanten ausreicht. Die haben wir auch geliefert und Amazon fordert dann aber nochmal die Rechnungskopie wieder an. Hölscher erhebt einen schwerwiegenden Vorwurf. Die wollten einfach unsere Einkaufskonditionen sehen. Das ist eigentlich das, was man niemals preisgeben würde. Und was machst du dann? Du bist machtlos. Hölscher berichtet uns, sein Online-Shop sei durch die Sperrung für Amazon-Kunden quasi unsichtbar geworden. Der Umsatz sei eingebrochen. Von der Abwärtsspirale erzählte er auf seinem Online-Blog, nennt Amazons Verhalten skrupellos. Für ihn ist es unternehmerisch eine E-Commerce-Katastrophe.
Der Händler ist eigentlich ein Köder auf der einen Seite. Das heißt also, er hat mit seinem Sortiment, was Amazon halt noch nicht im Standard hat, bringt er die Leute auf die Plattform, dass sie dort verkaufen können. Und auf der anderen Seite macht er kostenlose Marktforschung für Amazon. Das heißt, Amazon sieht ja, was verkauft wird und das ganz genau. Und wenn ich halt Produkte habe, die hochattraktiv sind, dann wird Amazon versuchen, diese Produkte selber in Zukunft zu verkaufen. Hölschers Verkäuferkonto wurde später wieder freigeschaltet. Doch für ihn kam das zu spät. Er ging in die geordnete Insolvenz. Wir möchten Amazon mit Dietmar Hölschers Vorwürfen konfrontieren, wollen wissen, ob Händler zur Preisgabe ihrer Lieferantenrechnungen aufgefordert werden. Eine Interviewanfrage wird erneut abgelehnt. Schriftlich erklärt Amazon, in einigen ausgewählten Produktkategorien wie etwa Autokindersitzen, in denen Vertrauen in die Herkunft von Produkten oder deren Sicherheit eine besondere Rolle für Kunden spielt, sind Nachweise über die Produktherkunft von Verkäufern erforderlich. Sind zum Nachweis der Produktherkunft sensible Daten wie Lieferantenrechnungen tatsächlich erforderlich? Wir recherchieren weiter. Auf einem bedeutenden E-Commerce-Blog ist von hunderten Fällen zu lesen, in denen Händler gesperrt worden sein sollen. Manche suchen auf Facebook nach Verkäufern, denen es gleich erging, tauschen sich aus. Wir nehmen Kontakt auf. Viele schildern uns ihre Nöte, haben aber größtenteils Angst, ihre Namen zu nennen. Wer offen rede, könne von Amazon gekündigt werden. Jederzeit, ohne Nennung von Gründen. Stimmt das? In Amazons Teilnahmebedingungen steht, dass die Mitgliedschaft eines Verkäufers ohne Angabe von Gründen jederzeit beendet werden kann. Einige antworten trotzdem und berichten stellenweise Tragisches. Ein Händler spielt uns seine E-Mail-Korrespondenz mit Amazon zu. Der Händler habe versucht, auf Amazon ein Verkäuferkonto zu eröffnen. Er sei aufgefordert worden, binnen 48 Stunden seine Lieferantenrechnungen zu übermitteln. Er weigerte sich, seine Einkaufskonditionen offenzulegen. Er wurde abgewiesen. Viele Händler, mit denen wir gesprochen haben, fühlen sich von Amazon ausgeforscht. Sie wehren sich dagegen und stellen sich die Frage, was hat Amazon davon? Robert Hopper-Dietzel hat eine Reihe weiterer Vermutungen. Der Händler ist ihr Mittel zum Zweck. Das heißt, also der Händler ist dafür da, dass Amazon gut Provisionen kassieren kann, dass Artikel eingestellt werden. Aber Amazon schaut ganz genau, welche Märkte funktionieren denn gut, welche funktionieren denn nicht gut. Und die gut funktionierenden Märkte, die übernimmt dann Amazon selbst. Welche Belege hat Robert Hopper-Dietzel für diese Vermutung? Er verweist auf Gespräche, die er mit befreundeten Herstellern geführt hat. Und ich weiß auch, die gehen dann ganz massiv Hersteller an und sagen, also wir wollen direkt verkaufen. Wir wissen, wir haben so und so viel Verkaufsvolumen pro Jahr.
die einen Artikel kaufen bei dir, lieber Hersteller, direkt ein und den Händler schalten wir einfach aus. Das sagen die natürlich nicht so. Schaltet Amazon tatsächlich Händler aus, um selbst das Geschäft zu machen? In Köln treffen wir Adrian Hotz. Der Strategieberater kennt das System Amazon ganz genau, beobachtet den Konzern seit langem. Also wenn man sich das so vorstellt, ist Amazon ja jemand, der auf eigene Rechnung bei einem Hersteller einkauft und diese Ware verkauft, aber der auch vielen Händlern da draußen ermöglicht, dieselben Produkte über die Plattform zu verkaufen. Und das führt dazu, dass es tatsächlich auch eine Konkurrenz gibt auf der Plattform, die dazu führt, dass man über den Preis sich positionieren kann als Händler. Das ist dann meistens nicht Amazon selber, die das zu dem sehr günstigen Preis anbieten, sondern das ist dann meistens ein Händler. Adrian Hotz' persönliche Einschätzung geht noch weiter. Und dieser Händler ist natürlich mittelfristig auf der Plattform komplett, vor allen Dingen bei Markenprodukten, komplett überflüssig. Adrian Hotz hat über die Geschäftspraktiken von Amazon ein Buch geschrieben. Spricht darin von einer Erfolgsformel, die zur Bedrohung werden könnte. Seine Kernthese? So gesehen funktioniert dieses Ökosystem Amazon immer gleich. Also wir beschaffen Informationen und dann exekutieren wir selber. Amazon ein Ökosystem zur Informationsbeschaffung? Fragt sich, ist in diesem Biotop noch Platz für andere? Wir sind zurück in der Vinothek von Robert Hopper-Dietzel. Er hat selbst erlebt, was eine kleine Zusatzinformation von Amazon bewirken kann. Und das war der Freitag vor Weihnachten, also da waren noch 5 Werktage hin bis Weihnachten. Ruft uns ein Kunde an und sagt, ihr könnt nicht mehr liefern. Dann schauen wir uns auf unsere Artikeldaten in Amazon und da war da plötzlich ein Zusatz drin, dass der Artikel womöglich vor Weihnachten nicht mehr geliefert werden kann. Das ist mein Artikel. Also Sie haben den Screenshot aufgenommen am Samstag, 19.12. Und da heißt es, Lieferung eventuell nach Weihnachten. Obwohl wir hinterlegt haben, dass wir innerhalb von 1 bis 2 Tagen liefern können. Und plötzlich sind die Umsätze komplett eingebrochen. Hopper-Dietzel ruft Amazons Händlerservice an und zeichnet das Gespräch mit Einverständnis des Mitarbeiters auf. Wie kommen Sie dazu, diesen Zusatz reinzubringen? Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung von Amazon. Das ist unglaublich. Das ist Wettbewerbsbehinderung. Ja, ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte diesbezüglich schon ein paar Anrufer. Das ist wirklich ein Gespräch zwischen Ihnen und einem Amazon-Mitarbeiter. Selbstverständlich. Das kann ich schriftlich bestätigen, dass das ein Gespräch war mit einem Amazon-Mitarbeiter. Kann ich an eine Stadt versichern. Also ich persönlich vermute ja auch genau wie Sie, dass sich Amazon dadurch einfach nur etwas mehr Umsatz in die Tasche steckt. Ne? Was sagt Amazon zu diesem Vorwurf? Schriftlich wird uns mitgeteilt, diese Aussage ist nicht korrekt. Die Änderungen ermöglichen es Marketplace-Verkäufern, eine kürzere Versandzeit anzubieten und damit ihre Verkaufschancen zu erhöhen. Robert Hopper-Dietzel beschwert sich beim Bundeskartellamt. Sein Vorwurf, Amazon habe seine Marktmacht ausgenutzt, um ihn gezielt zu benachteiligen. Was wurde aus seiner Anzeige? Wir fragen nach beim Bundeskartellamt. Vor wenigen Jahren wurde man hier erfolgreich gegen Amazon aktiv, als es um Vorgaben bei der Preisgestaltung ging. Wie bewertet das Amt den Vorwurf betroffener Händler, von Amazon ausgenutzt zu werden? Also Amazon hat sicherlich eine starke Position und es ist auch in einer etwas ungewöhnlichen Rolle, weil es eben nicht nur die Plattform anbietet, sondern als Verkäufer selber ja in unmittelbaren Wettbewerb zu denen tritt, die über den Marketplace handeln. Sofern Amazon marktbeherrschend ist, unterliegt es eben auch ganz bestimmten Regeln und der Missbrauchsaufsicht. Das heißt, in Einzelfällen, wenn wir hier Missbrauch feststellen würden, könnten wir eingreifen. Und wie sieht es im Fall Amazon aus? Wir hatten in der Vergangenheit immer mal auch Beschwerden in diesem Bereich, auch von Händlern, sind denen vereinzelt auch nachgegangen, haben dann allerdings vielfach auch festgestellt, dass es möglicherweise auch objektive Gründe gab. Also das Bild ist da wahrscheinlich bunt. Im Übrigen haben die Händler natürlich die Möglichkeit, auch zivilrechtlich zu versuchen, Ansprüche, wenn sie denn vorhanden sind. Ist Ihnen das lieber, wenn ein zivilrechtliches Gericht ein Urteil fällt, auf das Sie dann Ihre Begründung stützen können? Mir ist weder das eine noch das andere lieber. Ich sage einfach nur, Kartellrecht wird ja in Deutschland auf 2 verschiedenen Wegen durchgesetzt. Entweder zivilrechtlich oder behördlich.
Ein kleiner Marktplatzhändler soll im Alleingang den US-Giganten verklagen. Viele scheuen sich davor, denn es steht viel auf dem Spiel. Wie bei diesem Händler, der unerkannt bleiben will. Es geht um 30 Mitarbeiter und rund 8,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Er verkauft viel im europäischen Ausland. Amazon habe ihm eins seiner Konten gesperrt. Zudem habe ihn Amazon aufgefordert, seine Waren in einem ihrer Lager zu deponieren. Das habe er abgelehnt und seit der Sperrung zahllose Mails geschrieben, wie er sagt. Die Sache ist derart eskaliert und relativ schnell ist man in meinen Augen zur Entscheidung gelangt, dass weitere E-Mails, weitere Reaktionen meinerseits nicht erwünscht sind. Man hat mir ganz klar gesagt, dass weitere E-Mails nicht mehr bearbeitet werden. Ich könnte so viel schreiben, wie ich will. Man wird auf diese E-Mails nicht mehr reagieren. Und da ist man machtlos. Man kann ja nichts machen. Und mit einem Anwalt dagegen vorzugehen oder auf anderem Weg, dafür bin ich viel zu klein. Und die Folgen sind nicht kalkulierbar. Mit Beginn der Sperrung habe Amazon seine Auslandserlöse von rund 20.000 Euro für 3 Monate einbehalten. Was den Unternehmer aber weit mehr frustriere als die finanzielle Situation, sei seine psychische Verfassung, erzählt er uns. Es ist tatsächlich traurig, dass wir so weit kommen müssen, dass ich da versteckt jetzt über meine Situation sprechen muss. Diese Angst, die eigentlich keine Angst sein darf. Man müsste ja eigentlich offen darüber reden können, aber die Folgen sind einem einfach nicht greifbar. Und man weiß eben nicht, wie Amazon manchmal tickt. Man weiß nicht, wie die reagieren, wie schnell die reagieren. Und wenn man eben sehr viel bei Amazon umsetzen will oder umsetzen muss, besser gesagt, lebt man regelrecht in einer Angstsituation. Weil es ist klar, dass Amazon immer größer wird und Amazon ist auch beliebt bei den Kunden. Und von heute auf morgen auf Amazon verzichten zu müssen, das wäre fatal. Also das hätte tatsächlich fatale Folgen. Kann das sein? Wir fragen Amazon, ob Händler gesperrt werden, wenn sie sich weigern, ihre Ware in Amazon-eigenen Lagern zu deponieren. Dazu teilt uns Amazon schriftlich mit: Kein Verkäufer wird bei Amazon grundlos gesperrt. Wiederholt zu hohe Raten an verspäteten Lieferungen zählen zu diesen Gründen. Einer von mehreren Wegen für Marketplace-Verkäufer, eine fristgerechte Lieferung an Kunden sicherzustellen, kann die Teilnahme am Versand durch Amazon-Programm sein. Der Unternehmer sagt, er habe nachgegeben. Seine Produkte lagere er jetzt gegen Zusatzgebühren bei Amazon. Amazon hat scheinbar gewonnen und wir hoffen, dass wir da jetzt endlich Ruhe bekommen. Da kann ich mich nur bedanken, dass Sie heute gekommen sind. Vielen Dank. Berlin. Wir sind beim größten deutschen Branchenvertreter für Online-Händler. Auch hier kennt man die Sorgen vieler Verkäufer. Sammelt sie in einem eigens dafür eingerichteten Portal, dem Amazon Watchblog. Die Händler klagen, gegen Amazons Teilnahmebedingungen könne man schwerlich deutsches Recht durchsetzen. Da nutzt natürlich Amazon die Möglichkeiten als Global Player, die sie hat, dass Amazon seinen Sitz eben nicht in Deutschland hat. Und deswegen haben wir auch wirklich keine nennenswerte Rechtsprechung, auch nicht oder überhaupt keine Rechtsprechung, das ist gar keine bekannt. Auch zu anderen Themen, wo Händler sich beeinträchtigt gefühlt haben, gesagt haben, wir werden unseren Rechten verletzt, weil in Wahrheit es schwierig ist, rechtlich dagegen vorzugehen. Bei unserer Recherche wird die Angst unter den Händlern deutlich spürbar. Es ist die Rede von einem existenzbedrohenden Risiko. Einige berichten, sie seien ruiniert worden. Mit aufmüpfigen Händlern werde kurzer Prozess gemacht, heißt es. Wir erhalten reihenweise Absagen. Selbst anonym wollen die meisten nicht vor die Kamera. Er hat keine Angst, mit uns zu sprechen. David Becker, einst ein sehr erfolgreicher Amazon-Händler. Noch vor dem Abitur habe er mit dem Verkauf von Rasierklingen über den Marketplace begonnen. Und damit Umsätze von gut 700.000 Euro erzielt. Dann aber habe sich das Blatt gewendet. Ja, hier steht's. Direkt 17. Januar, da hat's angefangen, ja. Dann waren die Vorwürfe, ich würde Plagiate verkaufen, einfach aus der Luft herausgegriffen. Das kam mir im ersten Moment auch sehr, ja, spanisch vor. Als dann die ersten E-Mails kamen, von wegen, ich würde Plagiate verkaufen, hat sich dann ein Einkäufer aus München gemeldet. Direkt von Amazon und war interessiert an diversen Produkten, die ich auf der Plattform vertreibe. Also erst kriegt man vorgeworfen, die Produkte, die man verkauft, sind scheinbar Plagiate. Und im gleichen Moment möchte Amazon die selber verkaufen.
beziehungsweise selber von einem einkaufen. Und das ist ja schon sehr merkwürdig. Ja. David Becker lehnte ab. Amazons Preisvorstellungen seien unattraktiv gewesen. Trotzdem habe er nachgeben müssen, um wieder verkaufen zu dürfen. Also man ist dann gebunden, man muss irgendwie mit Amazon zusammenarbeiten, so einen sogenannten Maßnahmeplan erstellen, warum man sich angeblich rechtswidrig bzw. Amazon richtlinienwidrig verhalten hat. Also sprich, man schreibt, okay, man macht das und das nicht wieder, obwohl man das und das gar nicht gemacht hat. Ja, die verlangen ein Geständnis und einen Besserungsvorschlag? Ja, genau, richtig. Also sie verlangen konkret einen Verbesserungsvorschlag, wie man eben Fehlverhalten in Zukunft irgendwie aussetzen kann, dass es sich eben nicht mehr wiederholt. Und auch wenn an dem Vorwurf gar nichts dran ist, aber es ist einfach, man liegt da einfach, was soll ich sagen, man muss da einfach mit denen zusammenarbeiten, sonst kommt man nicht weit. Wenig später stieg Becker aus. Der Frust mit Amazon habe überwogen. Restposten verkauft er nun über eBay. Im Netz findet sich ein Link zum erwähnten Maßnahmenplan. Uns interessiert, was muss ein Händler tun, um wieder verkaufen zu dürfen? Wir starten einen letzten Versuch, bitten Amazon ein drittes Mal um ein Fernsehinterview. Telefonisch erklärt man uns, alle unsere Fragen seien negativ und böten keine Grundlage für ein Gespräch. Schriftlich teilt man uns mit, kein Verkäufer wird bei Amazon grundlos gesperrt. Wenn ein Verkäufer gegen die Marketplace-Teilnahmebedingungen verstößt, prüfen wir den Fall, kontaktieren ihn und er kann einen Maßnahmenplan einreichen, wie er die Kundeneinkaufserfahrung nachhaltig verbessert. Traurige Berühmtheit im Verhältnis zu Amazon hat der Fall von Christian Romanowski erlangt, über den in der Vergangenheit schon viel berichtet wurde. Wir treffen ihn auf der Ambiente-Messe in Frankfurt. Immer noch erzählt er gern die Geschichte, wie sie sich 2014 aus seiner Sicht zugetragen hat. Damals hat er exklusive Messer importiert und ausschließlich an Händler weiterverkauft. Doch plötzlich seien die auch bei Amazon direkt aufgetaucht. Wie konnte das sein? Also wir haben uns einen handelsüblichen UV-Stift gekauft, kostet 1,50 bei Amazon, gibt es den übrigens auch, und haben jedes Messer, was rausgeht, gekennzeichnet auf der Verpackung. Also Kundennummer, in diesem Fall sage ich mal 1, 2, 3, 4, 5 und dann, ich gehe mal in die Ecke, damit wir das sehen können, mit dieser UV-Lampe kann man das nämlich wunderbar sehen. Ja. Ach, hier ist zu hell? Ja. Und wenn man dann im Dunkeln ist, dann sieht man das so halbwegs. Genau. Und so haben wir halt jedes Ding gekennzeichnet, dass wir später wieder identifizieren konnten, welche Wege es gegangen ist. Für ihn stand fest, es waren tatsächlich Messer seiner Händler, die diese in ein Lager von Amazon gegeben hatten. Waren sie von dort verschwunden? Romanowski ging mit Amazon vor Gericht. Seine Erlebnisse in diesem Verfahren bringen ihn auch heute noch zu einer drastischen Meinung. Amazon möchte alles. Die sehen sich als Staat im Staat, auch wenn du mit denen verhandelst. Die denken gar nicht dran, deutsches Recht oder sowas als Grundlage zu nehmen, sondern die sagen, das ist Amazon, wir müssen das so und so und so machen. Und du sagst, nee, das müssen wir nicht. Hier sind wir in Deutschland, hier gelten deutsche Recht, hier gilt deutsches Recht. Das liegt an uns allen, nicht? Mal den unbequemeren Weg zu gehen und woanders, du kannst ja alle Sachen woanders auch online kaufen. Es ist halt nur so sehr viel bequemer, alles aus einer Hand zu kriegen. Oder auch mal wieder in die Innenstadt zu gehen. Und wenn ich in der Innenstadt bin, die Sachen halt dort kaufe, in einem kleinen Laden beim Fachhandel. Werden wir eines Tages alles bei Amazon kaufen? Vielmehr kaufen müssen, weil der übrige Handel verschwunden ist? Wollen wir uns die Vielfalt bewahren, den kleinen Händler vor Ort behalten, echten Menschen beim Einkauf begegnen? Oder zählen lediglich Bequemlichkeit, Niedrigpreise und kostenlose Lieferung? Letztlich bestimmt unser Kaufverhalten die Zukunft des Handels.